Ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, in der letzten Folge waren wir hier in dieser tollen Stadt. Oben beim Aufseher. Nee, beim Aufseher nicht, beim Direktor. Kriegen den nicht irgendwie überzeugt. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen gesucht und hier ist ein Computerterminal. Und dort steht hier: Entsperren Passwort des Galerieaufsehers. Dafür haben wir ja diese Disk. Das nutzen wir jetzt hier einfach mal. So. Ah, drei Fehlermeldungen von Läden eingegangen. Ja, das sind die kaputten. Dieses Terminal enthält vertrauliche und ausschließlich für den Einrichtungsaufseher der General Atomics Galleria bestimmte Informationen. Gemäß den Firmenrichtlinien muss das Terminal bei Nichtbenutzung jederzeit... Okay, Einsatzrichtlinien wurde entwickelt, um den Umfang und die Vielseitigkeit der Roboter von General Atomics International unter Beweis zu stellen. Bla 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 bla. Hochleistungsroboter, bla bla. Laut Bundesgesetz ist die Anwesenheit eines Aufsehers vor Ort erforderlich. Diese Aufgabe übernehmen Sie. Jegliche Aktionen oder Eingriffe ihrerseits wirken sich allerdings störend auf die Betriebsziele der Galerie aus und sind streng verboten. Sollten Sie keine anderen Anweisungen erhalten, dürfen Sie Ihr Büro nicht verlassen. Auch nicht schlecht. Dann Kommunikationsaufzeichnung. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie eine ID oder sowas finden. Okay, 8.7. Dargelegten Bedenken zur Kenntnis. Allerdings stellen ihre Eingriffe eine unerwartete Variable dar, die in der Programmierung der Roboter nicht vorgesehen ist und verantwortlich für die fraglichen Verhaltenskaskadenfehler sein könnte. Darüber hinaus hat ihre Rolle bei diesen Vorfällen unter Umständen zu einer weiteren Rechtsschuld bei Gai geführt. Wir möchten noch einmal betonen, dass alle Aufseherfunktionen vom Direktor der Galeria durchgeführt werden sollen. Unterlassen Sie bitte weitere Kontakte zu den Robotern oder Kunden. Aha. In Anbetracht der Ereignisse der letzten Zeit sind Sie autorisiert, dem Direktor beim Auffinden von Robotern mit Fehlfunktionen zu helfen und die Effektivität der Reparatur Ihrer Programmierung zu überwachen. Sollte es zu weiteren Todesfällen kommen, sind Sie außerdem autorisiert, den Überlebenden, falls vorhanden, im Namen von Guy eine sofortige finanzielle Wiedergutmachung anzubieten. Siehe Entschädigungstabelle 14-J. Okay. Passwort. Die Galerie bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Sie haben den Direktor davon in Kenntnis zu setzen und die sofortige und vollständige Abschaltung des gesamten Zentrums und sein Personal zu beaufsichtigen. Falls Sie glauben, dass der Direktor kompromittiert wurde, können Sie ihn abschalten und das Terminal zur Überbrückung des DMS in sein Büro benutzen, um eine manuelle Notabschaltung der gesamten Galerie einzuleiten. Das Passwort für dieses Terminal lautet GAIGAL4. Und, was haben wir hier noch? Mr. Kincaid, nach dem Eintreffen im Zentrum haben Sie sich im Büro des Direktors, der Statue, zu melden. Identifizieren Sie sich als neuer Eröffnungsaufseher 18 Alpha. Zeigen Sie Ihre ID vor und befehlen Sie dem Direktor die Einleitung des Neueröffnungsprotokolls. Daraufhin werden mehrere Firmware-Aktualisierungen durchgeführt, um die Kaskadenfehler zu beheben und den normalen Betriebsablauf der Roboter wiederherzustellen. Wir raten zu äußerster Vorsicht, da wir davon ausgehen, dass der Direktor ebenfalls kompromittiert wurde und unter Umständen für den Tod Ihres Vorgängers verantwortlich ist. Schön. Bleibt immer noch die tolle Frage, wo ist die ID? Stimpaks, sehr gut. Wo ist die ID? Hund, kannst du die nicht suchen? Löscher. Hier unten war ja nichts weiter. Verbindungsstange, Dreh. Der zuckt noch ein bisschen. Skalpell. Malpinsel. Ah, verstellbarer Schraubenschlüssel ist ein Suchgegenstand. Okay. Ja, dann probier's doch einfach mal. Also, vielleicht habe ich ja Zeit kann die Notabschaltung hier durchführen. Wer weiß das so genau? Ja, Kaskadenfehler sind schon kacke. Also wer möchte die in seinem eigenen Haus mal haben? Die General Atomics Galeria bleibt auf Anordnung des Direktors geschlossen. Jede Abweichung von den Standardprozeduren muss vom Direktor genehmigt werden. Wir gucken mal, ob wir dich abschalten können jetzt. Dann haben wir uns meines Erachtens hier lange genug aufgehalten. So. Sieht einer das Terminal? Bleiben Sie stehen! Ich habe Ihr Vorgehen.
umgehend beobachtet. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Für einen Kriminellen. Wo ist denn da oben Terminal gewesen? Hat das jemand gesehen? Hallo Hund. Hat jemand da oben das Terminal gesehen? Ha. Du hast mich beobachtet? Dachten Sie wirklich, eine hochmoderne Einrichtung wie die General Atomics Galleria hätte keine richtige Überwachung? Nein, nein. Und doch, trotz all meiner Sensoren und all meiner Roboter, weiß ich nicht, warum Sie wirklich hier sind. Was haben Sie vor? Für wen arbeiten Sie? Ich will antworten. Warten Sie. Die große Neueröffnung. Sind Sie Neueröffnungsaufseher 18 Alpha? Sie sind spät dran. Sowas in der Art. Für die manuelle Genehmigung der großen Neueröffnung wird eine Authentifizierung benötigt. Ich muss also Ihre ID sehen. Sir. Jetzt haben wir schon wieder das Problem. Wollte ich doch gar nicht. Erklärung ausgegeben. Dies ist eine Bedrohung. Zeigen Sie Ihre ID. Ich muss dir gar nichts zeigen. Ja. Inakzeptabel. Die Galeria hat geschlossen. Das ist Terminal. Sie wurden gewarnt. Jeder Tag ist ein... Ja? Geht's? Moment. Diese Terminal dient der Aktivierung einer manuellen Notfallüberbrückung durch den Aufseher für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Direktor-Management-System Fehlfunktion aufweist oder aus einem anderen Grund nicht funktioniert. Das Direktor-Management-System funktioniert normal. Notfallsteuerung wurde deaktiviert. Ach so? Das funktioniert nicht normal. Wer feuert denn da gerade? Ey, ich hab langsam richtig Hass. An alle Mitarbeiter. Verdächtiges Verhalten ist umgehend dem Direktor zu. Ja doch. So, letztes Mal. Und ich versuche diesmal komplett bis durchzulatschen. Aber wie kann ich es dann deaktivieren, wenn alles normal zu sein scheint? Bleiben Sie stehen. Ich. Funktioniert normal. Tja. So viel dazu. Nichts machbar. Mafia hat keine Bewerbungen angenommen. Aber ich gebe mein Bestes. Genau das würde ein Kommunistenspion sagen. Selbstgefällige Mistkerle. Was haben Sie vor? In Ordnung. Warten Sie. Große Neu... Also, für die Manuel... Bla bla bla. Welche ID? Erklärung aus... Warte. Irrelevant. Warte. Manuelle Aktivierung? Irrelevant. Ich... Scanne? Täuschung fest. Okay. Das lasse ich erstmal außen vor. Keine Ahnung. Vorsicht vor Dieben. Ja. Und Kommunisten. Ja, die bösen Kommunisten. So, wir gehen weiter. Irgendwann habe ich auch ein bisschen, also... Vorsicht vor Dieben. Und Kommunisten.
So. Wird doch Zeit. Na, was haben wir denn hier? Aha. Ich muss aufpassen. Wow, 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 wow. Marsfusion, Schutzhütte. Da sind Hunde. Ach shit, ja. Ich brauche erst mehr Schutzkleidung. Entschuldigung, aber so geht's nicht. Okay. So, wir müssen noch weiter auf Plan. Da. Und Feuer. Der eine, den hat's erwischt. Ich habe bald keine Schuss mehr. Werden wir mal umsatteln hier. Uah! Arsch! Echt mal. Okay. Wie gesagt, ich drücke ab und zu immer das Wettsystem. Allein schon, um zu sehen, ob hier irgendwo Geschmeiß ist. Boah. Nein. Nein. Boah. Ey, Jungs. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, Adrian, Adrian. Das kann doch echt nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Soll das jetzt heißen, renne niemals querfeldein? Das könnte nicht zu deinem Besten sein, oder was? Kaputte Häuser. Viecher.
Ups. Nervöser Zeigefinger, Entschuldigung. So, wir sind bald da. Das ist gut. Vermutlich hier hinter diesem tollen... was ist das denn? Na, ja. Siedler? Okay. Siedler sind Siedler. Okay, die bauen an. Und die haben ja... Okay. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Ja. Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Worum geht's? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, dass wir sie endlich los sind. Okay, wo müssen wir denn hin? Noch können wir es nicht benutzen. Wo müssen wir denn hin? In der Nähe. In der Nationalgarde. Auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal. Tada. Das ist eine Forschungsstation oder so. Ah. So ein Ödland kann manchmal richtig öd sein, ja. Ach ja, je. Okay. Ein Rad-Hirschleder-Outfit. Munition haben wir auch noch. Oh! Ja. Kopf, Feuer. Wer schießt? Hier ist noch wer. Ich sehe nicht wo. Da, jetzt sehe ich wo. Oh, noch mehr. Ich höre es hinter mir.
Tot. Ach du komm, hör auf. Danke dir. Okay. Puh. Wir sind aber noch nicht bei den Ghoulen. Notsignal verloren. Welches Notsignal hören wir denn? Aha. Na, schauen wir mal. Da hinten ist es irgendwo. Oh, Satellitenstation. Ein Ghoul-Streuner, aha. Ein Geschützturm. Ist der auf unserer Seite? Scheinbar nicht. Na? Ui. Na, da haben wir doch was gefunden. Ui, 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 ui. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Nein, mal hin. Ja. Ey, kann doch nicht sein. Und dann hat er... Ja. Warum auch nicht? Was ist das hier? Hubschrauber.
Ach, wir sind schon wieder 2 Level? Nee, oder? Ach nee, das war durch das Passwort, durch den Speicherstand das eine Mal. Was hatten wir denn da? Hacker. Und. Okay. Mann. Wow, 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 wow. Okay, hier rattert irgendwas. Und wir gucken mal in der nächsten Folge, was hier rattert, ja? Ich speichere mal hier noch sicherheitshalber ab und würde mich freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Ach, wegen Hund. Und würde mich freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen bei Fallout 4. Bis dahin, euer Firefox. Ciao.